Tino, willst du, dass unsere Sexpuppen plötzlich auch hässlich aussehen? Tino, das ist doch schön hier. Ich wollte gerade podcasten und dann ist mir aufgefallen, oh, mein Mikrofon ist ein Hurensohn. Ach, du wolltest, glaube ich, einfach mal mit mir privat reden. Wir haben uns, ey, wenn ihr wüsstet, was ihr für einen Podcast verpasst habt, wir haben so ein fucking Streitthema, es ging um schöne Frauen. Wir haben bestimmt 10 Minuten uns hier angeschrien und dann haben wir leider nach dem fertigen Podcast festgestellt, der ist gar nicht fertig, der ist einfach gar nicht da. Ja, und Gags hatten wir auch schöne, die man nicht wiederholen kann. Wir haben uns so bepisst hier, ihr hättet euch bepisst, es war so gut. Das war der Podcast quasi, der Podcast, der uns wieder in die Radios gebracht hätte. Der Podcast to rule them all. Zum Glück haben wir ein bisschen vorgearbeitet, deswegen wird der jetzt, euer Ersatzpodcast, den ihr hört, etwas kürzer. Ja. Wir haben natürlich die Wertung jetzt schon festgelegt und wir haben die Playlist schon bespielt. Nichtsdestotrotz, es sind so krasse Themen diese Woche. Es ist viel passiert, Robin. Wollen wir direkt einfach mit dem Reizthema anfangen? Nee, lieber nicht. Ne? Wir lassen die Leute noch kurz die probieren. Die Spice Girls bekommen eine eigene Briefmarken. Das Reizthema geht auch um ein Spicy Girl, könnte quasi man sagen. Quasi. Ja. Denn die Spice Girls, die haben sich vor 30 Jahren gegründet und haben jetzt von der... Oh, ich greife es noch mal ganz kurz aus, von wem das verliehen worden ist. Briefmarken erhalten. Ich muss ganz kurz gucken, wer das nochmal war. Die Royal Mail, die britische. Und neben den Rolling Stones und den Beatles ist das die erste britische Frauenband, die eigene Marken bekommen haben. Und da hat nämlich unser Streit angefangen. Ich habe nämlich gesagt, Tino, bist du bescheuert? Du kannst doch nicht hier mit den Themen anfangen, bevor wir nicht gesagt haben, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. So, bitteschön. Schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Cool. Willkommen zum Brennpunkt Internet. Und wenn die Podcasts kürzer sein sollen, damit wir auch mehr Klicks machen, muss man einfach jetzt immer... eine halbe Stunde aufnehmen. Wir nehmen einfach Podcasts auf, aber zerteilen das dann in 6 Teile, 10 Minuten und dann rödelt das richtig rein. Warum nicht? Ja. Auf Erfolgskonzept. Also Leute, es ist viel passiert diese Woche. Wir haben eine hohe Wertung, das kann ich euch gleich schon mal sagen. Ich weiß gar nicht, womit ich jetzt anfangen soll. Silvester war übrigens. Das war toll. Wie war es für dich? Super geil. Ich habe Silvester gefeiert mit Tino. Der hat mir verraten vor einer Stunde ungefähr, dass Silvester gar nicht so seins ist, während es mein Lieblingsfest des Jahres ist. Ich finde einfach lange aufbleibe, scheiße. Ich gehe gerne ins Bett, es ist der Bildschirm ausgegangen. Ja, das ist der. Es wird schon gehen. Wir berühren das Mikrofon jetzt einfach nicht. Das ist der Bildschirmschoner. Shit. Hatte ich aber heute schon mal. Ich habe heute eine. Also ich will es ein bisschen anonymisieren, heute eine Gruppe betreut, als eine Art Filmabend oder Filmnachmittag und musste über einen Laptop und Beamer verbinden und eine Box verbinden und wenn das WLAN ging, ging die Bluetooth-Box nicht, wenn die Bluetooth-Box ging, ging das WLAN nicht. Mhm. Deswegen habe ich heute schon viel Technik-Erfahrung machen müssen, die nicht funktioniert hat und ich habe es heute für mich erklärt, Technik ist einfach scheiße, setzt sich nicht durch. Da hättest du dir die Technik einfach mal erklären lassen müssen von... Stephen Hawking. Mhm. Der weiß ja vieles oder wusste es zumindest auch, wie man am besten an kleine minderjährige Mädchen rankommt. Denn der ist aufgetaucht auf der Liste von Jeffrey Epstein. Ja? Die Virgin Islands, der Lolita Express, der dorthin geflogen ist. Man weiß es nicht genau, in welcher Form Stephen Hawking da beteiligt war. Aber nach langem Hin und Her wurde diese Liste jetzt veröffentlicht. Wir haben gemutmaßt, was könnte der Herr Stephen Hawking denn davon haben mit seiner Gelähmtheit, wenn der da irgendwie so kleine Leute vor sich rum am Tanzen hat oder vielleicht auch Dinge an ihm performt. Der schwört doch nichts. Ja, aber es gibt ja auch Sexualität im Kopf. Ne? Manche Menschen mögen es einfach, Macht auszuüben. Und zu Leuten scheiße zu sein. Und vielleicht war ja der Hawking auch so ein Mensch, der ja selber vielleicht nicht so Sex haben konnte. Ich weiß gar nicht genau, ob das vielleicht nicht doch irgendwie ging. Habe ich mich jetzt zu wenig einbelesen über seine Sexualität. Aber vielleicht mochte er einfach Machtspiele als Dom. Ja. Oder es soll ja auch so sein, dass die Liste ja auch nur Menschen sein könnten, die einfach nur während der Ermittlungen wohl erwähnt worden sind und in Verbindung gebracht werden mit Epstein. Aber nicht alle auf der Liste waren auch aktiv beteiligt an den sexuellen Missbräuchen an den kleinen Menschen. Man kann auch Kontakt zu Leuten haben, die kontrovers sind, ohne selber da irgendwie einzusteigen. Aber es ist natürlich trotzdem eine gute Vorlage gewesen für reichlich Memes diese Woche. Das war ein großer Spaß.
da sind ja viele Leute auch drauf reingefallen, dass das da drin stand, dass Stephen Hawking sich gewünscht hat vom Epstein, dass er doch bitte kleine Midgets, werden sie da bezeichnet. Kleinwüchsige Menschen. Kleinwüchsig, kleine Menschen, die große Matheaufgaben lösen müssen und das auf Tafeln, die außerhalb ihrer Reichweite sind. Und hast du dann dazu gesagt, Stephen Hawking. Ja. Das ist der Stephen Hawking. Ja, das war einer der Gags, die wir vorhin spontan gebracht haben. Das war so spontan und wenn man das spontan bringt, ist es so witzig, Alter. Also ich werde die Folge bestimmt auch so nennen. Oder Stephen Hawking-Key oder so. Whatever. Trump ist natürlich auch auf diesen Listen drauf, auch wenn das keiner wahrhaben will von seinen Gefolgschen. Und auch andere Republikaner und sein Anwalt Bill und Clinton so. Und ursprünglich sollte diese Liste nicht veröffentlicht werden, weil es könnte zu viele aus den republikanischen Reihen indiscriminaten. In Verruf führen, dass sie da auch Kontakte haben. Wie dem auch sei, ein großes Fest wird auch anderorts gefeiert, Tino. Welches Fest? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Britney Spears feiert quasi ihre Rente. Die hat jetzt schockenderweise, ein Wort, was ich gerade erfunden habe, bekannt gegeben, dass sie keine Musik mehr machen möchte. Dass Britney Spears nicht mehr auf die Bühne gehen möchte, keine Songs mehr aufnehmen möchte, das finde ich sehr schade, denn gerade jetzt, wo sie aus den Fängen ihres Vaters raus ist, hätte ich mir voll gewünscht, wie sie jetzt quasi einfach so ein Freiheitsalbum macht, so völlig ungeschminkt, ungeniert, einfach so ein geiles Album droppt, so mit Akustikgitarre vielleicht oder so und einfach mal eine andere Seite von sich zeigt, außer halt Autotune und crazy, sondern mal ein ganz kleines gediegenes Album veröffentlicht. Wird aber nicht passieren wahrscheinlich. Vielleicht geht ihr auch jetzt in die kinky Porn-Industrie über und nennt sich dann Kinky Spears. Nee, Spit Me Spears oder so. Warum nicht? Ja. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, wenn wir Porn oder sowas im Titel haben und thematisieren, das ist nicht gut für die Monetarisierung, aber gut für die Klicks. Sex Herz, meinst du? Glaube. Das ist mal die Ersten, die darauf gekommen, glaube ich. Ja. Aber natürlich hinterlässt Britney jetzt ein Machtvakuum. Das ist sehr, sehr schade. Wer springt da wohl in die Bresche? Ich glaube, ich weiß die Antwort. Es ist Bibi. Oder wie sie sich jetzt nennt, Bianca Heinicke. Die kommt bestimmt daher mit Wapap Nummer 2. Geil. Um dieses Loch zu füllen, um dieses Loch zu stopfen, was Julienko bei ihr erfolgreich zweimal gemacht hat in der Vergangenheit. Weswegen sie sich auch Zeit genommen hat für sich und ihre Familie. Nicht aber Julienko, denn die sind ja getrennt. Und hat jetzt sich wieder gemeldet mit einem Post. Wir haben es letzte Woche schon thematisiert, dass sie ein neues Profilbild hatte. Die ganze Welt stand Kopf und jetzt hat sie etwas geschrieben, aber keiner hat verstanden, was. Weil nämlich der Hintergrund des Bildes war orange, die Schrift war weiß und das kann man natürlich nicht lesen. Ja. Ja. Wer es lesen konnte, war natürlich Luke Mockridge, der kommentiert mit "Everyone loves a comeback". Das sagt der Richtige. Wer mag sie nicht, die Comebacks? Ja. Ich habe das übrigens auch mal so ähnlich nachgemacht. Leute, ich muss jetzt was ganz Wichtiges mitteilen. Es sieht einfach nur richtig ekelhaft aus. Also grüner Hintergrund mit einer gelben, quietschgelben Schrift. Selbst Kai Pflaume hat sich zu Wort gemeldet. Also wirklich, die ganze Welt ist ausgerastet. Ein neuer Post von Bibi, obwohl ich habe recherchiert. Ich, Leute, ja, ich springe für euch in die Bresche. Ich als Investigativjournalist setze mich hier dem Äußersten aus. Ich habe die letzten 3 Videos von Bibi angeguckt und habe gesehen, wie viele Dislikes da drauf sind. Mhm. Ja. Und jetzt das kommen auf einmal alle... Na, ich kann das sehen. Ich habe diverse Add-ons. Und jetzt kommen die ganzen Leute, oh Bibi, wir haben dich so vermisst. Och, endlich bist du wieder da. Ihr fandet die entweder scheiße oder habt ihr nicht geguckt. Das ist alles geheuchelt. Als würde Kai Pflaume sich zu Hause hinsetzen und den neuen Haul von Bibi sich angucken. Weißt du es? Ich bin mir sicher, dass er das nicht macht. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es als auch eine Person so etwas nicht nochmal machen wird, nämlich Gypsy Rose. Die ist bekannt für einen ganz besonderen Fall, denn ihre Mutter hatte das Münchhausen-by-Proxy-Syndrom. Das heißt, ihre Mutter hat dafür gesorgt, dass Gypsy sich krank fühlte oder sie tat so, als wäre sie schlimm krank, hat sie ihr Medikamente gegeben, die sie gar nicht braucht, hat behauptet, sie würde im Rollstuhl sitzen und könnte halt überhaupt nicht laufen und so. Und ihre Geschichte ist mehrfach verfilmt worden, es gibt Serien darüber, Dokumentationen und so weiter. Und gemeinsam mit ihrem Liebhaber, also Gypsy, ihr Liebhaber, Nicholas Goodjohn. Flamel. Oh fuck, jetzt habe ich das Ding berührt. Nicht ganz, aber es läuft weiter. Goodjohn und sie haben dann die Mutter quasi mit 17 Messerstichen erstochen, während sie geschlafen hat, so dass sie sich befreien konnte. Aber es dauerte natürlich nicht lange und sie wurde gefasst und ihr Partner wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und Gypsy Rose zu 10 Jahren
Und nach 8 Jahren kam sie aber jetzt frei, weil die halt nicht rechnen können im Gefängnis. Und warum erzählen wir euch das alles? Denn, Tino, sag uns, was hat sie jetzt aufgrund dessen gestartet? Ein Instagram- und TikTok-Career hat sie gestartet. Hat bereits 6,5 Millionen FollowerInnen und macht jetzt eine neue Karriere. 6,5 Millionen. Das ist viel. Also Leute, ihr müsst nur eure Mutter töten, dann werdet ihr berühmt. Richtig, Gypsy Rose. Ja, man kann zu ihr stehen, wie man will. Natürlich hat sie ihre Mutter ermordet, aber auf der anderen Seite, wenn man den Film Glauben schenken darf, die es darüber gibt in ihren Berichten, hatte sie keine andere Wahl, weil ihre Mutter sich halt festgehalten hat, auch teilweise festgebunden und gefesselt hat und so weiter. Und sie einfach nicht entkommen konnte, obwohl sie schon wusste, dass alles nur Fake ist irgendwann. Eine sehr spannende Geschichte, kann man sich angucken, wurde verfilmt, echt gut und schön gemacht. Ein bisschen Overkill, aber 18 Stiche, das hätte sie jetzt auch 17. nicht mehr fett gemacht. Ja, ich meine, so. Da wäre noch was gegangen. Tja. Ich versuche andere Gags zu finden als bei der letzten Ausgabe, verstehe. Weil sonst ist das für uns ja hier richtig dumm. Ja, ich habe keine Gags mehr. Also ich bin jetzt nur noch hier im Nachrichtenmodus. Ja. Wer auch keine Gags hat, ist Olaf Scholz, Charisma von der Kartoffel. Der hat eine Ansprache gehalten zum Neujahr, konnte nicht an die Ansprache anknüpfen von Habeck über Israel. Mhm. Denn anders als dort, wo alle gesagt haben, ach der Habeck, ja so schlecht schmeckt das doch gar nicht. Die Grünen zu wählen. Der Habeck war natürlich everybody's darling, selbst bei den Leuten, die gesagt haben, normalerweise finde ich grüne Scheiße, aber der Habeck, ja, das ist echt eine gute Rede. Mhm. Olaf Scholz jedoch hat die volle Breitseite des Internets zu spüren bekommen auf seine Rede als Reaktion. Das war natürlich ein Fest der Plattitüden. Und du hast es ja nicht mal gesehen. Das ist nicht dein Kanzler scheinbar. Nee, geht so. Nicht so richtig eigentlich. Olaf muss weg. Ja, ich würde mir einen anderen Kanzler wünschen, eine Kanzlerin. Höcke? Gysi, ich glaube, der hat keinen Bock mehr, aber... Nee, der ist zu alt, glaube ich. Ich glaube, auf Gysi können sich trotzdem viele einigen. Auch die Rechten teilweise. Witzig, dass du sagst, dass Gysi zu alt ist, während hier irgendwie zwei Urzeitkrebse in Amerika gegeneinander antreten werden. Es ist in Amerika, da regieren eben die alten weißen Männer. Mal ganz kurz für 8 Jahre ein alter schwarzer Mann oder mittelalt, aber sonst sind es alte weiße Männer, ist halt ein anderes Land. Ich finde Gysi ganz cool. Ja, ich glaube, Leute, die nicht Linke wählen, finden Gysi auch ganz cool. Deswegen wäre der schon gut geeignet. Aber wie gesagt, der ist ein bisschen raus. Der hatte ein gutes Video, glaube ich. Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Aber der hat sich mit, wie heißt der, Thilo Jung getroffen. Mhm. Ja. Die haben mal wieder einen Plausch gehalten. Ich bin übrigens zu nah an dem Mikrofon im Vergleich zu dir. Habe ich übrigens mir angeguckt. Wer aber auch gern raus gewesen wäre Habeck. Denn der wurde jetzt festgehalten auf einer Fähre. Er war im Urlaub und kam halt über eine Fähre zurück und irgendwelche, habe ich völlig vergessen. Traktor. Mal, ganz kurz, iss in Ruhe jetzt mal deinen Apfel, weil du brauchst ja was zu essen. Nee, ich bin gespannt. Ich muss nämlich Revue passieren lassen. Wir haben hier auch 10 Minuten lang Bauern gebasht. Ja. Das ist alles verloren gegangen. Ja, was wir hier für eine Hassrede, wir waren kurz vor Gewaltaufruf, ja, gegen Bauern waren wir hier. Ich habe sie genannt, Gülle RAF, ja. Traktorterroristen habe ich sie genannt. Und deswegen müssen wir in den nächsten Folgen weiter auf die Reihen schlagen. Ist wichtig. Damit das nicht verloren geht. Wir müssen das Gedenken des verlorenen Podcasts ehren, indem diese Agrarwissenschaftler so richtig ihr Fett wegbekommen in den nächsten Folgen. Wissenschaftler? Agrarwissenschaftler. Ach so, okay. Ja, ich weiß, die sind viel zu dumm, um Wissenschaft zu machen. Ist so. Diese Öko-Schwurbler. Jedenfalls wollte Habeck aus der Fähre aussteigen, aber konnte nicht, weil irgendwelche Bauern tatsächlich dafür gesorgt haben, sich organisiert haben, wussten, auf welcher Fähre er sich befindet und haben dafür gesorgt, dass diese Fähre halt nicht richtig anlegen konnte oder dass Habeck nicht aussteigen konnte. Und da hat sich ein wütender Mob gebildet. Dass du noch ergänzt, dass wohl die Polizei dazu kam und sagt, ihr könnt auch jetzt mit dem einfach 2 Leute rauspicken von euch und ein Gespräch führen mit Habeck. Er hat gesagt, zwei Optionen. Entweder wir müssen das auflösen, weil es halt so eskaliert ist, will ich nicht sagen, aber so schon schwierig war. Mhm. Ja. Oder zwei reden und da hatten sie da alle so, da hatten sie irgendwie nicht so Interesse, obwohl das ja eigentlich ein richtig gutes Angebot ist. Ja? Mhm. Haben sie nicht wahrgenommen, weil sie vielleicht gefürchtet haben, intellektuell unterlegen zu sein. Ja. Man weiß es nicht. Diese tollen Traktorfahrer, was soll von denen schon kommen? Ja? Die Gülle schmieren RAF. Den ganzen Tag nur Scheiße auf ihre Felder. Sag es doch, Gülle RAF und Traktorterroristen, für mich sind die nichts anderes mehr. Schlimm. Und ich habe auch Bilder gesehen von irgendwelchen Traktordemonstrationen, wo die Traktoren dann auch so
irgendwelche eisernen Kreuz drauf hatten und so und irgendwelche schwierigen Geschichten und auch, oder auch Galgen aufgehängt haben, wo halt dann drei Personen dran hingen in Rot, Gelb, Grün, halt für die Ampel, ne? Also sehr gewaltverherrlichend. Und ich finde es krass, dass sie so ihren Willen bekommen haben, weil tatsächlich jetzt die Regierung halt zurückrudert so ein bisschen mit den Subventionskürzungen. Aber wenn die letzte Generation sich irgendwie anklebt auf die Straße, ist es halt ein übelstes Problem. Also ich glaube, wenn die letzte Generation einfach mit einem Traktor sich irgendwo dran ketten würde, ankleben würde, würden die Recht bekommen und die Klimaziele würden eingehalten werden. Ich muss an dieser Stelle mal Obi-Wan Kenobi zitieren. Der sagt nämlich, wer ist der größere Thor? Der Thor oder der auf dem Traktor? Hat er 1:1 so gesagt. Ne? Das habe ich natürlich etwas abgeändert, aber man hört es ja schon im Wortstamm, ja, dass da nur Idioten drauf sitzen. Ja, ist so. Gut. Der Bauernverband hat sich übrigens, der Deutsche hat sich distanziert von diesen solchen Aktionen, die Nötigungen und Beleidigungen enthalten. Deswegen sprechen diese komischen Traktor-Terroristen nicht für alle. Muss man mal so sagen. Wenn die mit dem Mähdrescher wiederum ankommen würden, wie in GTA San Andreas, dann fände ich es wieder cool. Das war cool. So ein paar Leute zu hackstückeln. Ich habe noch einen Gag vergessen, den ich gebracht habe, dass ich mich auf den Landwirtschaftssimulator 2024 freue. Nämlich, da wird es einen Purge-Modus geben vielleicht. Ja, freue ich mich auch. Das fand ich ganz gut. Ja. Oder ein Riot-Modus. Gut. Auch eine richtige Riot war in Japan. Dort gab es ein Erdbeben, ein Tsunami und es ging auch anderweitig heiß her. Denn ein Flugzeug ist mit einem, ich weiß es immer noch nicht, ich habe eben Navy gesagt, aber es ist die, wie sagt man, die Marine ist auch nicht, die Schiffscheiße. Die hatten auf jeden Fall auf dem Rollfeld, hatten die so ein Gerät rumstellen, so ein Fahrzeug und das ist kollidiert mit dem landenden Flugzeug und ist komplett in Flammen aufgegangen. Ja, aber zum Glück. Heftige Bilder, aber keine Toten. Ja. Japan gibt sich Mühe, da muss nämlich das Erdbeben und die Tsunamis müssen da nachhelfen, also wirklich japanische Städte sind teilweise gut verwüstet worden, in Tokio bebt's und es sind hunderte Leute noch vermisst, also die geben sich Mühe, dieses vermeidete Unglück mit dem Flugzeug zu kompensieren. Ja, das ist doch Engagement. Ja, wer das besser hinbekommt, ist der Mittlere Osten natürlich. Denn im Iran wurde ein großes Fest gefeiert zu Ehren von General Soleimani, der anno dazumal, ich glaube es war 2021, von Trump in einem spontanen Luftschlag dem Garaus gemacht wurde. Denn der verträgt sich nicht so gut mit Raketen. War allergisch drauf. Genau. Und zu diesem Menschen zu Ehren wurde eine Fete gefeiert und da gab es mal wieder ein bisschen Puffpeng und Leute sind explodiert. Da gibt es auch mittlerweile, die Todeszahl steigt immer noch weiter, bis über 100 Leute. 103 war das letzte, was ich gesehen habe. Wir nehmen allerdings auch jetzt hier am Freitag auf, also es kann schon sein, dass es schon höher ist. Tino hat sich da in Unwissenheit gehüllt, weil ach, im Mittleren Osten knallt es doch andauernd. Aber ich muss sagen, das spitzt sich da schon ganz schön zu. Und wenn der Iran jetzt hier unter Feuer ist, der ist ja schon auch eine Instanz da unten, ne? Ich habe mich lieber mit Britney Spears und den Spice Girls auseinandergesetzt. Du machst es komplett richtig, Dankeschön. Digi. Aber kombiniert mit anderen Sachen, der IS ruft aus, alle Juden zu töten. Dass weltweit. Die noch gibt, habe ich ja voll überrascht. Ich dachte, dass der IS irgendwie jetzt unrelevant ist und alle jetzt irgendwie gewechselt sind zu, wer heißen denn die anderen jetzt? Weiß ich gerade gar nicht. Ich bin noch so eine Organisation, die jetzt irgendwie gerade Voker war. Voker? Also nicht Woke von wegen aufgewacht, sondern eher Vogue, wie das Magazin. On Vogue. Ach so. Viele. Sehr viele. Ja, und da gibt es auf jeden Fall reichlich Rumpumpel. Rumpumpel? Rumpumpel wird es auch geben im Kino demnächst. Denn Jack Black, der wird wohl eine wichtige Rolle spielen im neuen Minecraft-Film. Komm mit deinem Jetpack. Jetpack. Oh, jetzt habe ich es wieder bewegt. Ich habe echt... Oh, fuck. Ich kann dir mal einfach Sachen erzählen, die nicht unbedingt rein müssen in den Podcast. Nämlich, mein Penis hat die Größe von... Ah, es läuft weiter. Okay, alles gut. Ja, euer Pech, liebe Leute. Dein Penis passt gar nicht in den Podcast. Passt gar nicht rein. Genau, Jack Black, es ist ein Bild aufgetaucht, wie er, oder hat es gepostet, wie er ein Minecraft für Beginner... aufgetaucht, huch. Huch, einfach so. Wie er ein
Minecraft für Beginner Buch liest, wo Robin entgegnete, es ist schade ist, dass halt Personen Rollen bekommen, solchen Filmen, die halt nicht dafür brennen. Aber ich finde es total legitim, weil Jack Black erstens immer geil ist, ja, nur abliefert. Und zweitens war das bei den Harry Potter Filmen auch teilweise so, dass die SchauspielerInnen die Bücher vorher gar nicht kannten. Und jetzt hat sich wohl vor kurzem Gary Oldman, ich habe zumindest vor kurzem gelesen, geäußert. Er hat wohl die Bücher erst nach seiner Rolle, nachdem er Sirius Black gespielt hat, gelesen und ist jetzt von seiner Schauspielleistung nicht mehr so begeistert und würde die Rolle heute anders anlegen. Ja. Sirius Black. Das geht ja auch in eine ähnliche Richtung wie meine Kritik an Kronk, dass sie den jetzt hier irgendwie engagieren, um Synchronsprecher zu sein, obwohl der halt eine schöne Stimme hat, aber halt nicht acten kann. Das ist halt scheiße und deswegen finde ich es auch ein bisschen kacke, wenn die irgendwie Jetpack ranholen. Ja, mach mal hier Mario, obwohl der noch nie Mario gespielt hat. Ist richtig. Und ein guter. Ja, ist richtig. Und weißt du, da denke ich mir aber, wenn der jetzt wirklich gar nicht weiß, was Minecraft ist, sondern sich erstmal reinlesen muss, ist das kacke. Aber ich hebe mich da selbst aus, weil in dieser Logik folgend müsste ja jeder, der irgend so einen Dritte Reich-Film macht, erstmal irgendwie KZ-Leiter sein, bevor das ja, irgendwie. Ja. Und dann eine gewisse Leidenschaft für haben. Bevor das, also das funktioniert nicht ganz. Ich finde es halt einfach nur schade. Nee, das kann man nicht vergleichen. Ich finde, wer jetzt Nazi spielt oder auch mal irgendwie eine Gedenkstätte besucht haben, sich da eingelesen haben, so ein bisschen. Ich meine ja, dass sie ihn casten, weil es ist Jack Black und nicht casten, weil das ist ein Schauspieler, der hat irgendwie eine gewisse Emotion Minecraft gegenüber. Naja, das finde ich halt einfach schade. Ja, wenn du halt nur Fans castest, hast du auch nichts gewonnen. Es müssen schon Leute sein, die auch spielen können, wie eben Jack Black. Ich habe auch viel Kritik mitbekommen immer so in diesen Schauspielkreisen, Synchronkreisen, wenn so Leute wie Julian Bam und so auf einmal anfangen, halt synchron zu sprechen und halt so wichtige, große Rollen weggenommen werden für Leute, die es halt wirklich können und das auch gelernt haben und so. Aber ich bin da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich verstehe auf der einen Seite, ja, vielleicht acten die nicht so gut und es geht eine wichtige Rolle verloren für jemanden, der darauf angewiesen ist. Auf der anderen Seite ist ja auch ein Film und auch ein Spiel angewiesen auf Verkauf, auf Kommerz und solche Influencer, die ziehen ja auch die Leute, ne? Ja. Und du kannst ja mit Großwerbung machen, wenn irgendwie Julian Bam und Weezer eine Rolle sprechen, dann gehen da auch mehr Leute halt rein und begeistern die Menschen auf. Leute wie ich gehen dann weniger rein. Ich muss sagen, wenn ich die Person echt gern mag, schaue ich es mir auch an. Beispiel American Horror Story wollte ich mir auch nie angucken. Aber weil Lady Gaga an einer Staffel mitspielt, habe ich angefangen, die Serie zu gucken. Na. Und da fand ich ihre Staffel am langweiligsten. Aber trotzdem hat sie mich erstmal da reingeholt, tatsächlich. Na, da bist du bestimmt gespannt auf den neuen Joker-Film. Hätte ich auch so geguckt, weil ich einfach in den DC-Fan bin und Batman-Fan bin und Joker sowieso. Aber weißt du, was da los ist? Lady Gaga spielt Harley Quinn. Und es wird ein halbes Musical. Oh, das wusste ich nicht. Geil. Dieses Jetpack-Problem haben wir aber nicht, wenn irgendwann diese Epstein-Liste verfilmt wird. Da wäre es ja geil, wenn einfach alle Leute, die auf dieser Liste stehen, sich selber spielen. Das wäre cool, ja. Außer Stephen Hawking, der Zug ist leider abgefahren, beziehungsweise der Rollstuhl. Hast du gewusst, ich wurde mal gecastet für Stephen Hawking, für ein Double. Ja? Es ist ewig her, da war ich auch noch 19 oder 20. Oder vielleicht auch 21, weiß nicht. Jedenfalls habe ich dann eine Casting-Anfrage bekommen für... Ich glaube, es war TAF oder so. Die wollten für einen Beitrag einen Stephen Hawking-Double haben, haben mich gefunden in meiner Setlist und so auf meiner Homepage, weil ich ihm sehr ähnlich sehen würde. Mhm. So vor 10 Jahren noch, wo ich ja noch dünner war, eingefallener war, da so eine dicke Hornbrille und so. Auch die Frisur war rasiert. Da haben die mich echt ranholen wollen. Es ist nur an der Kleinigkeit gescheitert, aber ich hätte fast Stephen Hawking gedoubelt in einem TAF-Beitrag. Ist auf jeden Fall auch ein Kompliment, wenn die Leute sagen, hey, du kannst so gut schauspielen, mach mal diesen Querschnittsgelähmten. Ja, also, ich weiß, dass der nicht querschnittsgelähmt ist, ihr. Ja. Ja, hätte ihn gespielt, als er noch jung war. Als Student, wo er noch laufen konnte. Ach so, ja gut. Ja. Na dann ist okay. 900 Seiten lang übrigens dieses Riesenpamphlet, dieser Report, alles zusammengefasst von Epstein, das habe ich nicht erwähnt, das habe ich vorhin erwähnt im verschollenen Podcast, das finde ich wichtig, weil 900 Seiten ist einfach mal eine Ansage. Das stimmt. Das ist natürlich nicht alles Namen, ja, sondern die Namen sind Teil dieser 900 Seiten, aber trotzdem. Und ich fände es geil, wenn Jack Black die vorlesen würde, diese Liste. Ja. Das war echt so, hast du gewusst, dass bei den Nürnberger Prozessen zum Beispiel, da gab es ja auch, die haben ja echt jedes Verbrechen einzeln auf den Tisch gebracht, was sie alles ermitteln konnten. Und es waren ja teilweise so ellenlange Sitzungen und es hat sich über Monate hinweg gestreckt. Und dann gab es Bestrebungen, das einzukürzen, weil sie gesagt haben, okay,
dieses Prinzip von diesen Verbrechen haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Wir kürzen einfach. Mhm. Während der Richter gesagt hat, nein, wir callen jedes einzelne Verbrechen der Nazis, das wir gefunden haben, durch. Es hat es übel gezogen, dass selbst dieses krasse Verbrechen der Nazis für die Menschen im Gerichtssaal langweilig wirkte, weil es sich immer wiederholt hat und ja, so. Ja, hasse das. Wie Backtracking in Videospielen. Und da hätten sie vielleicht in dem Fall bei solchen Sachen müssen sie einfach jemanden holen wie Jack Black, der einfach das dann moderiert und vorliest, weil der könnte auch das Telefonbuch vorlesen und ich fände es einfach lustig. Hm. Du würdest also, wenn jemand vorliest, so und so viele Juden getötet, da sollen möglichst viele lachen dabei? Nein, das nicht. Ich meine nur dieses Prinzip von, dass wir etwas ausdehnen und es ist halt langweilig, weil auch das Prinzip langweilig war. Kann man jemanden wie Jack Black holen, der kann dann irgendwie etwas viel spannender machen. Das meinte ich nur. Hm. Aufregender. Wo du gerade die Nürnberger Prozesse ansprichst, ich hatte eine Song-Idee. Was hältst denn du davon? Im Chorus geht es Dance, Dance, Wannsee-Konferenz. Nicht so. Gut. Kommt auf den Kontext drauf. Es gab viele Konferenzen. Egal. Auf jeden Fall haben wir vorhin übersehen, den Jemen kurz anzusprechen, das will ich zumindest sagen, weil darum pumpelt es genauso, das ist ja auch Mittlerer Osten. Du hast kurz gesagt, Jemen, dachte ich vorhin. Echt? Auch beim zweiten Mal? Houthi-Angriffe im Roten beim Meer? Ersten Mal nur. Ne? USA melden neuen Vorfall. Mhm. Also wenn die USA mit drin stecken, da rumpumpelt es aber richtig. Rumpumpeln. Mhm. So kann man es auch nennen, wenn tausende Menschen sterben, Robin. Ja. Und wenn wir zum Schluss noch hier das große Frauenthema aufmachen. Das ist nicht ganz der Schluss, aber wir machen jetzt mal eine große Frau auf. Es gibt mehrere Frauenthemen. Wir fangen mal mit dem anderen Frauenthema noch an. Die J9, Janina von Rocket Beans. Ich will es trotzdem noch mal kurz ansprechen. Stimmt. Diesmal vielleicht nicht ganz so lange. Haben wir auch diskutiert, sehr lange. Haben wir auch länger diskutiert. Schade, liebe Leute, für euch. Es ist wirklich was verloren gegangen. Vielleicht nächste Woche dann wieder in voller Inbrunst. Das ist eine kontroverse Figur. Wir kennen die Rocket Beans. Ich besuche die zur Gamescom immer. Es geht natürlich den Leuten hauptsächlich um diese fünf Hauptpersonen, beziehungsweise vier, die vor der Kamera auftauchen. Simon, Booty. Die Beans. Ja. Selbst Simon ist ja übrigens bis Anfang des Jahres jetzt raus gewesen, das habe ich vergessen zu erwähnen, weil der sich ja kontrovers geäußert hat. Ach stimmt, ja. Und was jetzt genau, ob der jetzt wieder reinkommt, weiß man nicht, aber jetzt neues Jahr, neues Glück, mal gucken. Aber darum geht's nicht, es geht darum, dass insgesamt, das ist jetzt das erste Mal mitbekomme, dass in der Community von den Rocket Beans das so komplett umschwenkt zu Frust hin und nicht so, ja, eigentlich ist noch alles cool, sondern dass wirklich der Großteil der Community eine gewisse Person nicht cool findet und das, ich krieg's nicht mehr hin. Es liegt nicht alles an der einen Person, aber dass dieses vor anderthalb Jahren umgestellte Konzept, dass die Hauptleute, wegen denen man eigentlich Rocket Beans guckt, die auch man auch von Giga noch kennt und von Game One, dass die sich immer mehr in ihre eigenen Streams zurückziehen, das äußert sich jetzt dahin, dass halt diese kontroverse Person, Janina, oder Janina, was geht, weil das ist so ein bisschen ihre Attitüde, dass die in sehr vielen Formaten auftaucht und die Leute halt sagen, okay, irgendwie ist es ein bisschen belastend. Mhm. Gleichzeitig hat die sich halt auch die Haare geschnitten und hat gesagt, Leute, was für eine Frau gar nicht geht, was auch immer festhalten. Was gar nicht geht. Sie hat dann auch ein Video dazu gemacht, Leute, was soll die Scheiße, lasst mich in Ruhe, ja, ich habe mir die Haare geschnitten, aber das ist nicht so schlimm. Und ich finde, ich krieg's jetzt wirklich nicht mehr so mit Leidenschaft rübergebracht. Ich finde einfach, dass das ein bisschen schade ist, weil das halt die grundlegende Kritik etwas übergeht, wenn man das auf die paar Hanseln retuschiert, die natürlich solche dummen Sachen sagen. Und wo ich auch sagen würde, dass in der Regel für mich Frauen mit längeren Haaren besser aussehen, aber es ist nicht die Aufgabe der Frau, für mich gut auszusehen. Oh, danke. Ja, nur um das mal klarzustellen. Krass. Aber Take. Und deswegen kann ich zumindest nachempfinden, dass Leute das so denken und dass es dann wiederum von diesen Leuten, die das so denken, wiederum Leute gibt, die sagen, ey, du siehst scheiße aus oder guck mal einen Mann oder was auch immer. Solche dummen Sachen gehen natürlich gar nicht, aber das ist so ein kleiner Prozentsatz. Ich habe mir das durchgelesen, es gab halt jetzt ein neues Let's Play, Alan Wake 2, was ein sehr atmosphärisches Spiel ist und wo dann die ganze Zeit irgendwie rumgepöbelt oder schlechte Gags oder laut rumschreien und so und aufs Handy gucken, das passt dann halt nicht so ganz. Mhm. Und der Konsens in den Kommentaren war halt schon so, ey, das ist irgendwie gar nicht so cool und wir vermissen die Hauptleute, warum muss denn diese Janina jetzt in jedem zweiten Format auftauchen und so weiter und so fort. Ich hatte auch die spannende Idee, dass du musst, glaube ich, wieder näher ran. Dass es cool wäre, wenn Klaus Kinski Sims spielen würde. Ja, Klaus Simski. Das würde ich mir, oh geil, würde ich mir voll gerne angucken. Ich habe mir auch mal einen Bandnamen ausgedacht, nämlich Klaus Kinki. Fand ich ganz cool. Jedenfalls, das werde ich mir angucken, über eine KI oder Max Giermann, der spielt Sims, einfach so, das fände ich richtig lustig. Ja.
Ja, die Leute erwarten natürlich so die Hauptleute, aber die verabschieden sich, glaube ich, schon immer weiter. Es kann sein, dass das wirklich dem Ende zugeht, man weiß es nicht. Andererseits habe ich auch wieder gesehen, dass die neue Leute suchen gerade, weil ja immer mehr gehen. Bewirb dich, Robin. Nee, glaube eher nicht. Dann bewerbt euch, liebe Leute. Bewerbt euch und dann löst die Janina ab. Nur Frauen bitte nicht, weil die kommen nicht so gut an. Gerade die mit kurzen Haaren, ja, muss man sagen. Einfach eine Frau mit 3 Meter langen Haaren sein. Da geht man extra sicher. Nein, aber wirklich, ich finde es halt, ich finde es schade, dass da die Kritik so übergangen wird, das ist valide Kritik, indem man einfach sagt, ja, du hast die halt, weil die hat kurze Haare jetzt. Die war auch genau so anstrengend, als sie noch längere Haare hatte. Das, aber es wird es halt trotzdem geben, so dass gewisse Typen so ein Frauenbild im Kopf haben, die müssen schön sein und lange Haare haben und so. Und wenn da jetzt eine Frau kommt, die ich mir angucken muss als Mann, die mir was von Spielen erzählen will, dann wird es auch Menschen geben, die das stört. Das gibt's schon. Aber es ist wahrscheinlich nicht die Masse. Aber ja, das müssen Frauen erdulden. Wie auch als die erste weibliche Kommentatorin beim Fußball gab. Da sind ja einige Männer bis heute noch nicht drüber hinweggekommen, dass jetzt eine Frau kommentiert. Ja, da habe ich auch gesagt, und das leitet auch ganz gut über zum nächsten Thema, dass ich das völlig okay finde und nicht Teil der Patriarchy, wenn Leute dunkle, und in der Regel sind halt männliche Stimmen eher dunkel, Stimmen, Nebensatz, besser finden für jetzt zum Beispiel Hörspiele, als so piepsige, hohe Frauenstimmen. Die sind natürlich nicht alle so sind, aber nur jetzt mal im Vergleich. Das ist für mich kein Sexismus. So, das ist, ja, für dich vielleicht nicht. Kann es für dich gerne halt so sein, aber halt das ist halt einfach, dass tiefe Stimmen angenehmer sind als hohe, das ist, glaube ich, nicht dessen geschuldet, dass Leute Frauen hassen. Und es gibt eben, wie gesagt, es gibt ja auch diesen unterbewussten, strukturellen Diskriminierungsgedanken, ne? Es ist ja auch, gibt auch Untersuchungen, dass halt weibliche Stimmen viel, viel öfter als nicht sachlich eingestuft werden oder auch Leuten dieselben Texte vortragen, also vorgespielt, von einer Frau und von einem Mann vorgelesen, und da wurden Frauen, die Texte der Frauen öfter als nicht seriös oder unsachlich dargestellt, obwohl die gleichen Inhalte waren. Ne? Also unterbewusst gibt es schon diesen Gedanken von Frauen sind piepsig und emotional, obwohl das auch gar nicht stimmt. Ich glaube, dass Männer emotionaler sind als Frauen. Bei diesem Experiment wurde aber wahrscheinlich nicht ordentlich gehandhabt, denn ich glaube nicht, dass die Frauen mit Bassstimmen und Männer mit Bassstimmen verglichen haben. Das wäre vielleicht nochmal spannend. Weiß ich gar nicht. Wenn die natürlich Bassstimmen von Männern vergleichen mit irgendeinem Sopran von Frauen, dann kann ich mir das schon herleiten, dass das halt ungeiler ist. So. Aber ich glaube insgesamt, also hier zum Beispiel die Brigitte Nielsen da, wie heißt sie, die immer die Jugendwörter vorliest, die hat ja auch eine relativ tiefe Stimme. Die heißt die Brigitte Nielsen. Ich weiß, aber du weißt, wen ich meine. Mhm. So, die hat eine relativ tiefe Stimme und die ist ja auch fucking Nachrichtensprecherin so. Das finden Leute, glaube ich, okay, was die macht. Ja, denke ich auch. So, die hat eine tiefe Stimme. Und wenn da jetzt aber stattdessen irgendwie Kiki Anime Girl, die 35 da stehen würde und so die ganze Zeit, hey Leute, ja, ist das ist ja klar, es kann ja auch ein Mann so hoch sprechen die ganze Zeit. Gibt es ja auch Männer, die so sprechen. Ich sag nur, dass das kein Sexismus ist, sondern einfach irgendwie, was das ist wahrscheinlich, das haben doch auch Katzen irgendwie. Wenn der Mann in den Raum kommt, dass dann Katzen sich freuen, weil da so eine basslastige Stimme ist, dann legen sie. Weil Katzen sexistische Mistschweine sind und misogyn sind. Punkt. Töte die. Meine Allergie freut sich. Naja, komm, wir reden so viel über Frauen, reden wir auch nochmal über die letzte Frau. Es gab einen, Skandal, wie ich es nicht nenne, aber einen kleinen Outcry gab es schon. Denn aus Südkorea kommt ein neues Videospiel, ehemals Project Eve bekannt, jetzt als Stellar Blade. So, und da gibt es eine, ich zeige sie dir trotzdem nochmal, auch wenn du mittlerweile weißt, wie sie aussieht. Ja. Da gab es eine nette Spandex-bekleidete, hautenge Lederkluft-Dame mit Porzellangesicht, wie das halt so in Asien eigentlich bekannt und beliebt ist. Und die Leute haben gesagt, das geht ja gar nicht, das entspricht nicht den Schönheitsidealen, die wir jetzt hier haben wollen. Die sieht halt wirklich die Wespentaille und so, die ist viel zu dürr. Ja, das geht so nicht, so sehen Frauen nicht aus. Und jetzt zu meinem Heiligabend, nämlich Silvester, hat uns der Entwickler das Geschenk gemacht, nämlich zu zeigen, aha, diese Person basiert auf einer echten Frau, die noch dünner ist. Ja, wie gesagt, es ist halt trotzdem immer noch ein Model, so, und ich halt immer noch nicht die... Geht's direkt wieder los, Tino. Nicht die gemeine Frau da, weißt du? Ja, das ist eine unterdrückte Minderheit durch dich, Tino. Du shamest die jetzt gerade, du Buddy-shamest. Überhaupt nicht.
junge Mädel hier mit einem sehr schlanken Körper. Du sagst, so sehen Frauen nicht aus. Doch, aber halt nicht alle. Ja, aber dann lass sie doch mal, die will doch auch repräsentiert werden. Ja, aber irgendwie werden nur die repräsentiert. Das sind immer die hübschen, schlanken Mädchen. Ja, und mit dann Doppel-D-Brüsten. Da musste ich mir selber auf die Schulter klopfen. Das war für mich nämlich ein Moment des Erfolgs, als ich gesagt habe, wenn du in einem Rollenspiel die Wahl hast, was darzustellen, ja, dann machst du nicht den Otto Olf, sondern du machst halt entweder eine wunderschöne Figur, bis sie dir perfekt gefällt, oder halt so eine richtig lächerlich hässliche Figur. So. Ja, aber solche Charakter, die du erstellen kannst, ist was anderes als ein Charakter, den du vorgibst. Weißt du? Und die diese Entwickler vorgeben, sind ja auch Role-Models, ne? Es ist Repräsentation, wie Frauen so auszusehen haben, oder zumindest kommt es bei vielen so vor. Und gerade junge Mädchen, die vielleicht auch Gamer sind. Hast du das Gefühl, aussehen zu müssen wie Kratos? Also ich habe jetzt, muss ich sagen, ich habe jetzt für mich keine Probleme beim Körper so. Ich war immer schon irgendwie schlank und so und hatte da nicht zu kämpfen. Aber trotzdem gibt es ja Menschen, die mit ihrem Körper hadern und so, weil sie vielleicht ein bisschen dicker sind, weil sie sehr dünn sind, kleine Brüste haben, keine Ahnung, oder auch sehr, sehr groß als Frauen sind. Und dann sehen die halt auch nur in diesen Spielen und Filmen und Serien und auch Theaterbühnen, nehme ich da auch nicht raus teilweise, immer nur richtig schöne Menschen, weißt du? Weil Menschen gerne Schönes sehen. Ja, aber natürlich, trotz allem, werden dadurch auch die Schönheitsideale irgendwie bestimmt. Und wenn du schon in der Machtposition bist und kannst halt irgendwie eine Person besetzen und kannst einen Charakter erstellen, kannst du auch öfter mal sagen, ey, ich nehme jetzt einfach mal eine Person, die aussieht wie eine Person, die ich aus dem echten Leben kenne. Ja, die gibt es auch. Machtposition, Alter. Es ist eine Machtposition, ja, aber natürlich. Also, normalerweise bin ich derjenige, der hier die Corporations so als Evil Devil da irgendwo hinstellt, aber im Endeffekt sitzt da ja auch irgendwo ein einsamer Art Director, der sich denkt, okay, wie will mein Spiel aussehen? Das ist meine Kunst, die ich hier gerade erschaffe, und ich möchte bitte dieses Porzellanmädchen da reinsetzen, weil jedes Mal sind es halt so Porzellanmädchen. Ja, weil den Leuten das gefällt. Wenn ich jetzt irgendwie ein Bild male, ja, dann will ich auch nicht, dass jemand von der Seite kommt und sagt, mal, das Bild, was du da malst, die muss aber hässlicher aussehen. Ja, es ist ja sowieso nie, dass man irgendwie einen Zwang haben will, ja, aber man kann schon auch protestieren und sagen, ey, wieso müsst ihr jedes Mal in eurer Machtposition, die die Person hat, weil es ist nur ein People, trotzdem wird ein Spieler stellen, wahrscheinlich, weil es Millionen Menschen spielen werden. Das weiß man nicht. Kann ja auch ein Flop werden. Kann sein. Trotz allem ist ja dazu ausgelegt, dass es viele Menschen spielen sollen. Da kann man doch auch mal öfter sagen, ey, ich mache auch Personen, die nicht so aussehen wie dieses Modelmädchen. Die gibt es natürlich auch, es ist realistisch, aber die machen halt nur einen Prozentsatz der Menschheit aus. Aber irgendwie sind ganz, ganz viele von den Spielcharakteren und Filmcharakteren immer alle hübsch und schön und dünn. Und es ist eine Repräsentation, die nicht realistisch ist. Punkt. Also, egal was jetzt hier passiert, die Diskussion in dem Podcast, der nicht aufgenommen wurde, habe ich definitiv gewonnen. Ja, nee, hallo? Überhaupt nicht. Also, einen wichtigen Punkt haben wir ausgeklammert. Ja, den muss ich jetzt noch erwähnen. Zum einen erstmal dieser Gotcha-Moment, dass Leute sagen, die ist viel zu dünn, das ist unrealistisch, und dann ist die Frau noch dünner, als ja, der eigentlich Punkt, ist. Als ich die gesehen habe, dachte ich mir nicht, die ist zu dünn. Ich dachte mir eher so, die Proportionen sind mal wieder sehr unnatürlich. Die sind nicht unnatürlich. Die Frau steht daneben. Das ist fast die gleiche Pose. Die hat halt hier nur um die Hüfte mehr Speck. Aber sonst ist das exakt die gleiche. Die hat auch große Brüste. Das sieht man jetzt von weiter weg nicht. Aber das ist diese Frau. Ja, das ist auch wie gesagt, nicht nur der Körper. Das ist ja auch, wie sie geschaltet ist. Die hat halt hautenge Sachen. Eben, warum? Und dann habe ich gesagt, Tino, willst du, dass unsere Sexpuppen plötzlich auch hässlich aussehen? Da habe ich gesagt, das ist ja auch was Individuelles. Du kannst dir ja auch aussuchen, was du für eine Sexpuppe da bumsen willst. Aber die ist halt... Ja, und du kannst dir aussuchen, welches Spiel du kaufst. Das ist nicht das Gleiche, das ist nicht das Gleiche. Das ist das Gleiche. Nein, das ist nicht ganz das Gleiche. Ich habe ja gesagt, dass es dann vielleicht in die Richtung kommt. Aber einen wichtigen Punkt, den ich jetzt noch nicht gesagt habe, nämlich mein Beispiel mit da unten, Horizon Zero Dawn. Ja, ein Beispiel von vielen, wo auch eine Aglifizierung, wie Leute es nennen, stattgefunden hat. Aber da gehe ich nicht mal mit. Ich sage, es ist völlig okay, wenn die Leute plötzlich Aloy aus Horizon irgendwie rougher aussehen lassen wollen. Mhm. Das ist völlig okay. Ich sage nur, dass das ein Teil dessen ist, auch jetzt zuletzt Spider-Man 2, Amazing Spider-Man 2, die Mary Jane, sieht jetzt auch ein bisschen kerniger aus als im ersten Teil. Hat ein bisschen maskulineren Kiefer zum Beispiel. Und ich finde es halt komisch, ja, wenn man das bei Fortsetzungen macht und plötzlich die Person anders aussieht. Das verstehe ich auch. Ja. Auch wenn wenig Zeit vergangen ist, wie im Beispiel von Horizon. Aber es passiert halt. Und dadurch sage ich, und das ist mein eigentlicher Punkt, worauf ich hinaus will, ich will das gar nicht so sehr verteidigen, ich möchte sagen, beide Seiten sollen die Schnauze halten und dann ist okay. Das finde ich halt nicht. Ich finde es gerechtfertigt, einfach zu sagen, ey, bring doch bitte mal mehr Leute ins Spiele, die ein bisschen so aussehen wie dann der Normalmensch.
Ein bisschen zumindest. Ich will euch nicht verbieten, dass man jetzt irgendwelche Orks macht. Orks gibt es auch nicht wirklich und sowas, ja. Oder Blanka von Street Fighter. Oder Pikachu gibt es auch nicht wirklich. Aber wenn es irgendwie... Ich kann es schon nachvollziehen, dass Menschen das nicht cool finden, wenn jedes Mal die einfach sexy aussehen. Es ist halt jedes Mal. Es ist fast jedes Mal. Es ist auch nicht mehr fast jedes Mal. Es hat sich was getan in der Industrie, keine Frage. Aber auch, weil es mehr Möglichkeiten gibt, mehr Spielentwicklungen gibt. Aber trotz allem ist das Normale immer noch, dass halt weibliche Charakter halt Riesenbrüste haben, eine schöne Taille haben oder einfach hübsch aussehen. Ich finde, es ist auch okay, wenn es nicht irgendwie 50-50 ist oder noch mehr. Also muss es auch nicht sein. Ich sage nur, es ist vorhanden und dadurch, wenn das jetzt wirklich so wäre, ich habe es gesagt, wie in Japan halt üblich, weil diese Figur Eve aus Stellar Blade, die sieht halt aus wie jede fucking Schaufensterleinwand in Japan. So, da sieht es halt so aus. Das ist jetzt aus Südkorea, aber da ist es auch nicht viel anders. Die Südkorea hat auf jeden Fall ein großes Problem mit Schönheitsoperationen, viel mehr als Japan. Da will ich gar nichts sagen. Aber dennoch finde ich es okay, wenn Leute halt irgendwie Dinge herstellen, die irgendwie sie selber interessant finden, ja, und nicht, ich muss jetzt ein Spiel machen, ich mache lieber eine hässliche, und ich finde es auch okay, wenn Leute das lieber konsumieren, als hässliche Sachen, ich sag hässlich, ne, alltäglich, ja, weil das ist halt, die Leute wollen auch ihren Eskapismus ein bisschen ausleben, so. Und dadurch, ja, ich würde, wie gesagt, mitgehen, wenn das in Japan, wenn die ganze Welt Japan wäre, wo das alles so aussieht, weil es gibt keine hässlichen Anime-Figuren, gibt's einfach nicht. Kaum, ja. Also im Rahmen dessen, ich kann das wahrscheinlich eh nicht so perfekt beurteilen, weil mich das nicht so juckt, aber die sehen alle relativ gleich aus, können wir festhalten. So. Und da gibt's jetzt keine mit irgendwie komischen, die haben ja nicht mal Nasen oder so, egal. Dann würde ich sagen, okay, aber es gibt halt im Mainstream so viel mittlerweile mit Durchschnittsfiguren oder was auch immer, dass ich sage, das kann einfach jetzt schön koexistieren. Keiner regt sich über eine hässliche Aloy auf oder eine kernige Mary Jane, und dann regt sich auch einfach keiner über eine kurvige Eve auf, und dann ist okay. Es muss ja auch in Ordnung sein. Auch in Ordnung. Es ist ja, es muss ja auch in Ordnung Repräsentation sein. Ich finde, beides koexistiert jetzt, und jetzt können beide die Schnauze halten und sind alle glücklicher. Da kommen wieder 1000 Spiele mit solchen dicken Brüsten. Ja, und dann kommen halt 800 von den anderen Spielen, und es ist okay. Ist aber nicht so. Na. Ich weiß es nicht. Machen wir einen Punkt, wir wollten eigentlich kürzer machen. Ne? Ja, wir wollten es eigentlich kürzer. Wieder in Rage geredet. Du musst ja morgen früh raus. Es tut mir leid, Leute. Ihr könnt ja gerne eure Meinung in den Kommentaren dalassen zu dieser Thematik, die wir jetzt hier heiß diskutiert haben. Dann gab es noch eine Streamerin, die hat auf einem Parkplatz Steaks gemacht. Dann kam eine Frau vorbei und hat gesagt, hier ist verboten, Crack zu kochen. Das war noch ganz witzig. Dann wurde Tetris gebrochen von einem 14-jährigen Jungen. Der hat Tetris zu Ende gespielt. Also beziehungsweise ist das Spiel halt gecrashed, wie du korrigiert hast. Genau, einen Killscreen hat er geschafft. Genau. Und das gab es wohl noch nie vorher von einem Menschen. Ja, ein 14-jähriger Boy. Und theoretisch kann man Tetris bis Level 255 spielen. Aber das ist so ganz... Da hat jemand quasi mit einem Algorithmus rausgefunden, was man machen muss. Also man kann in Level 157, wo der Junge das geschafft hat, einen Killscreen bekommen, wenn man eine Einerbahn macht, ja? Also wenn man in diesem Level 157 irgendwie 3 und 4 und 2 Bahnen wegmacht, dann geht es weiter bis Level 158. Aber wenn man eine Einer-Kill macht sozusagen, dann kommt der Killscreen. Ach so. So. Und so gibt es für jedes einzelne Level rausgefunden, durch halt eine KI assistiert, gibt es eine Möglichkeit, diesen Level zu schaffen. So, in dem nächsten Level darfst du dann keine Zweier machen und so, das ist total absurd. Der Algorithmus ist halt alt, so 34 Jahre oder wie alt ist das jetzt? Viel älter, oder? Älter als Spice Girls. Warte mal, Tetris kam im ersten Gameboy, Alter, wann kam der raus? 44 Jahre? Ja, 86 sowas. 44 klingt aber sehr viel. Egal. Wir werden alt, Robin, wir werden einfach alt. Ja. Wie dem auch sei, er hat es geschafft, und das ultimative Ziel wäre jetzt quasi Tetris durchzuspielen, weil es resettet sich dann Level 255 wieder auf Level 0. Tja, wie gewonnen so zerronnen. Weasley. Er hat noch am Anfang unserer ersten Ausgabe heute gesprochen, dass von Die Ärzte der Song Ich ess Blumen oder Blumen und der Fettes Brot-Song Bettina packt deine Brüste ein in den Strophen genau gleich klingen. Deswegen haben wir die beiden Songs in die Playlist reingepackt. Ja. Das haben wir schon getan. Außerdem haben wir die Woche schon bewertet, und sie hat exakt 7,5. Das, was das Erdbeben in Japan an Magnitude heißt, hat. Das weiß heißt ich nicht. Das? Ich bin kein Erdbebenexperte. Magnitude. Sagt man Magnitude in Deutschland?
Magnitude wahrscheinlich. Attitüde. Magnitude. Was Magnitude heißt? Magnitude. Magnitude. Ich mag eine Tüte, ja. Messgröße für die Stärke eines Erdbebens. Das Beben hatte eine Magnitude. Das sage ich auch meistens, wenn ich einkaufen bin. Ich mag eine Tüte. Die gute alte Richterskala. Ja. Okay. So, Leute, das war jetzt ein bisschen kürzer, das war ein bisschen gerusht, es tut mir leid. Und wir versuchen es nächstes Mal wieder mit Inbrunst und Feuer die News zu bewerten. Muss halt auch echt langsam meine Nudeln essen. Du kamst ja schon später. Ja. Und ich so, ey, cool, dass du jetzt später gekommen bist, weil da habe ich nicht so früh gegessen. Aber jetzt ist ja... Jetzt isst du sehr spät. Überspät. Ich will noch mal jagen nach dem Apfel. Vielen Dank dafür. Ich gehe noch mal jetzt zum Mundsuhr oder so mal gucken. Ja. Erst noch was richtig Geiles. Sag ich einfach nach Hause und Katzen kuscheln. Gönn dir hart. War und jetzt Brennpunkt bisschen, hören. War jetzt ein bisschen kürzer, Leute. Tut mir leid. Aber zweimal aber hier... Aber die Klicks halt. Ja. Schön, dass ihr da wart. Geht euch waschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.